Willkommen zur CadenLive-Präsentation. Ich bin Eugen Mohr und Mitglied des CadenLive Core Teams. Ich kompiliere und teste CadenLive für Windows und mache das Packaging für Windows und darum präsentiere ich CadenLive auch auf Windows. CadenLive bedeutet eigentlich KDE, nicht linearer Videoeditor. Ich zeige euch das Erstellen, Editieren sowie Rendern eines Kurzvideos mit aktuellen möglichen Arbeitsschritten und teilweise Shortcuts. Ich nehme meine ersten Dateien hier rein. CadenLive fragt mich, ob ich die Projektsettings den Clips anpassen möchte. Ich sage hier ja. Ich nehme die mal rein. Dann kommen die restlichen Clips noch mit rein. Und ziehe die alle in die Timeline. In der Reihenfolge, in der ich die haben möchte. Den habe ich schon. Den kommt da rein. So. Ist natürlich ein sehr kurzes Video. Dass man da was sehen kann. Wie ihr das schon vielleicht wisst, ist, wir können Same Track Transition machen. Das heißt, ich muss hier die Videos ein bisschen einkürzen. Mit Doppelklick habe ich hier einen Übergang, den ich da sehe. Ich kann den Übergang einstellen. Wenn ich draufklicke, kann ich die Art des Überganges entsprechend hier einstellen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass hier oben die Ripple-Funktion ist. Die Ripple-Funktion, ich kann euch das zeigen. Ich kann dann direkt den Clip schieben. Ich sehe oben rechts im Monitor, wohin ich schiebe. Und entsprechend den ganzen Clip vor- oder nachziehen, wie ich das gerne möchte. Das ist die Ripple-Funktion. Die Slip-Funktion, was auch noch relativ neu ist, ist, das heißt, ich lasse den Bildausschnitt, wie er ist, aber ich schiebe den Clip darunter hin und her an die Stelle, die ich das für richtig halte. Mit Escape komme ich immer wieder zurück auf die Edit-Funktion. Dann kann ich natürlich Effekte drauflegen. Ich zeige euch das mal an einem. Was wir auch gemacht haben hier ist jetzt, dass wir die alle Effekte, Audio- und Videoeffekte sind nur unter dem Haupttab hier erreichbar, wieder erreichbar, muss man sagen. Und ich kann hier, ich nehme jetzt mal RGB Adjustments, lege ihn da drauf und kann entsprechend dann die Farben gemäß meinem Wunsch ist das ein bisschen extrem einstellen und sehe das immer live im Projektmonitor. Wenn mir das Video so gefällt, wie ich das habe, vielleicht das noch ein bisschen einkürzen, da Übergang. Wenn ich das fertig habe, kann ich das Video mit Ctrl-Enter, kann ich das rausrendern, entsprechend den Audio-Codec wählen und der Name kann ich hier oben eingeben, Testvideo zum Beispiel, und dann das direkt rausrechnen. Das Rausrechnen erfolgt mit CPU im Moment noch, weil da Effekte drauflegen. Wir sind daran, dass man in Zukunft auch GPU rendern kann. Eine Funktion, die vielleicht wenige kennen, ich kann hier jetzt darauf doppelklicken und das Video wird im entsprechenden Player dann abgespielt. Ich leere die Cues wieder. Was man auch machen kann, ist, man kann natürlich, das Video hat jetzt keine Musik, kann man natürlich noch Musik darunter legen. Ich habe da mal was ausgesucht, Dass man da brauchen könnte.
zum Beispiel sowas hier. Und das Interessante ist, jetzt kann ich das da unten einkürzen. Mit Alt und Pfeiltaste springe ich jeweils an das Ende. Und mit Shift, respektive mit Klammer zu, kürze ich das Video eigentlich ein an der Stelle, an der ich das möchte, muss es selektieren. Und dann wird das mit Klammer zu eingekürzt. Ctrl-Z kann ich es rückgängig machen. Wenn ich die Vorderseite, die linke Seite einkürzen möchte, ist das Klammer auf. Und ich mache das wieder rückgängig mit Ctrl-Z und mit Klammer zu kann ich entsprechend das einkürzen. Ich kann natürlich hier auch Ausblendungen machen, indem dass ich hier oben drauf klicke. Den möchte ich jetzt nicht. Auch kann ich hier oben ein- und ausblenden. Einfach draufklicken, dann habe ich schöne Ausblendungen und auch die Musik geht dann leise zu Ende. Was ich hier schnell in wirklich schnellem Vorgang gezeigt habe, kann man in unserer neuen Dokumentation nachlesen. Wir haben die Dokumentation seit fast dreiviertel Jahr von dem Userbase auf Sphinx umgestellt und die Dokumentation findet man hier. Ist sehr übersichtlich in der Zwischenzeit. Man kann hier Suchwörter eingeben, wie es in Deutsch ist die Übersetzung noch nicht so weit gemacht. In anderen Sprachen ist sie hundertprozentig. Und ich kann hier Wörter eingeben. Das ist vielleicht ein bisschen Export. Und ich bekomme hier direkt die Links dazu, wo ich draufklicken kann mit Control und ich komme direkt in die entsprechenden Unterordner da rein. Was ist denn neu in 22.08? Oder was war neu in 22.08? Wie ihr wisst, kann man Untertitel machen. Also ich kann jetzt da einen Untertitel machen. Und wenn ich da doppelklicke, geht das Untertitelfenster da auf und was wir jetzt implementiert haben ist, wir können die Untertitel stylen, aber das nur generell. Also man kann nicht jeden Untertitel einzeln stylen, sondern nur generell. Ich kann einen anderen Fond auswählen, was ich möchte. Ich kann die Größe der Untertitel einstellen, im generellen, große Titel zum Beispiel. Die Farbe kann ich ändern, wenn ich das möchte. Zum Beispiel so. Das Outline des, ich kann sagen, ob es einen Outline-Color haben soll und wie der aussehen soll, machen wir den mal rot zum Beispiel. Ich habe einige und die Dicke vom Outline ist vielleicht ein bisschen zu dick jetzt, kann ich zwei nehmen. Oder nur ein Pixel nehmen hier. Man kann Schatten machen auch und sagen, wie viele Pixel diese sein soll. Die Position, die ist vorgegeben. Ich kann die nicht frei wählen. Aber ich kann sagen, wo dieser Untertitel hin sollte. Und ich kann generell noch ein Feld, ein Hintergrundfeld dahinter legen. Wie gesagt, diese Funktion ist generell dann für alle Titel gültig. Also wenn ich hier noch einen zweiten mache, übernimmt der dann die gleichen Features. Dann komme ich zum nächsten Teil und der ist wirklich neu. Ich kann Animationen hier rein tun. Das heißt, es gibt die Möglichkeit seit 22.08, dass ich GlaxAnimate oder JSON-Animationen reintun kann. Ich kann mal so eine Animation darüber legen. Das sind wirklich, wirklich kleine Files, die ich darüber legen kann. Und die dann mit GlaxAnimate kann ich die
direkt editieren. Was wirklich ganz neu ist und was in der Version 2012 kommt, ist, dass ich direkt aus Kdenlive heraus Gluxanimate starten kann. Das konnte ich schon vorher, aber der Hintergrund wird dann hinterlegt direkt in Gluxanimate. Ich mache jetzt hier ein Beispiel. Ich erzeuge eine Animation hier. Ich muss jetzt sagen, wo das Gluxanimate ist. In meinem Fall ist das hier. Ich muss den Pfad angeben. Und unter Windows ist das ganz wichtig, dass ich die Exe wähle, also das Executive-File hier wähle. Wenn ich das gemacht habe, erzeugt es mir eine neue Animation. Es startet mir Gluxanimate auf. Und seit gestern, jetzt ist natürlich noch nichts drin, ich muss es wieder zumachen. Ich möchte euch das wirklich zeigen. Ich muss jetzt die Animation, die ich gemacht habe, muss ich hier mal reinlegen, einfach als Layer. Ich doppelklicke nochmal, Gluxanimate startet. Und, das ist neu seit gestern, der Hintergrund, eigentlich das Video im Hintergrund, wird direkt in Gluxanimate rüber kopiert. Was ich hier jetzt euch zeigen möchte, sind animierte Linien. Das ist vielleicht hilfreich, wenn man eine Routenbeschreibung machen möchte. Oder ja, eine Routenbeschreibung ist ein gutes Beispiel dafür. Ich muss hier darüber gehen. Ich kann sagen, dass jetzt die Linie, die ich erzeuge, die Basiseinstellung ist nicht schlecht. Ich nehme das Fill raus. Ich möchte wirklich nur eine Linie machen. Ich sage die Farbe der Linie. Jetzt in diesem Fall möchte ich die gelb haben. Da unten sieht man, wie die Linie dann aussieht. Und ich kann die Stärke der Linie einstellen. Das ist nicht Fill. Hier kann ich die Stärke einstellen, sagen wir mal 4. Dünkt mich nicht schlecht. Und dann beginne ich eine Linie zu ziehen. Ich kann jetzt von außen hier Punkte setzen und ziehe jetzt einfach als Beispiel hier eine Linie durch. Mit Enter schließe ich das ab. Was ich machen kann, ist, ich kann diese Linie editieren und auch Bézier-Kurven einsetzen. Ich gehe zu dem hier oben und jetzt ist es ein bisschen tricky. Die Bézier-Handles, die sind vorhanden. Jetzt, wenn man sieht, dass das zu einem Händchen wird, sieht man, dass das dann die Bézier-Kurven sind. Ich muss die vielleicht ein bisschen anders machen. Die so rüberlegen. Ich mache hier auch nochmal eine Bézier draus. Ich klicke hier oben und jetzt muss ich den Handle finden. Ja, das ein bisschen, muss man das ein bisschen wissen. Ich kann auch hier nochmal eine machen und entsprechend schieben. Wenn mir das gefällt, diese Linie, ich kann die auch, sie zeigt auch, wie das Video dahinter ist, jetzt vom Kdenlive her. Dann kann ich die animieren, so dass diese Linie erscheint. Wichtig ist, ich muss das ein bisschen kleiner machen, wichtig ist, dass das bis zum Ende geht hier. Und ich muss hier die, den Pfad selektieren und dann gehe ich oben hier rein und sage neu und dann sage ich Trimpfad. Jetzt ist es wichtig, dass der Trimpfad ganz zu unterst liegt. Jetzt gehe ich hier hin und sage, der Anfang oder das Ende soll 0 sein. Da
dann ist die Linie weg. Ich schaue, dass der, Playhead ganz am Anfang ist und setze hier ein Keyframe. Dann gehe ich ans Ende meiner Animation. Das ist hier, setze das auf 100% und setze wieder einen Keyframe. Was jetzt ist, die Linie wird gezogen. So kann ich Straßenanimationen machen oder Wegbeschreibungen machen. Wenn ich jetzt das speichere, Ctrl-S, ich muss jetzt Glaxanimate zumachen, also ich kann es offen lassen. Man sieht dann die Animation hier drin. Die wird automatisch übernommen in Cadenlive mit rein. Wie ihr seht, muss ich noch das Fill rausnehmen. Hier hat es noch ein Fill drin irgendwo. Das muss noch weg. Jetzt bin ich nicht sicher, woher das kommt. Es ist zwar hier ausgeblendet, aber ich schalte mal das Fill einfach auf 0%. Speichere nochmal, Ctrl-S. Jetzt sollte das Fill eigentlich weg sein. Genau, und ich sehe die Linie. Ganz wichtig ist, ich kann nur eine Instanz von Glaxanimate laufen lassen. Also wenn ich jetzt einen anderen Clip editieren möchte, eine andere Animation, darf ich nicht doppelklicken hier. Ich muss Glaxanimate zumachen. Jetzt möchte ich aber zeigen, dass man eigentlich beliebige Sachen animieren kann. Ich kann jetzt zum Beispiel ein Quadrat nehmen. Ich gehe wieder nach vorne, spielt im Grunde genommen keine Rolle, wohin. Ich gehe aufs Quadrat, mache hier Moment, schnell. Ich muss das löschen, das darf nicht hier sein. Das muss nach oben. Das Recht. Mal probieren, ob es geht. Wahrscheinlich geht es nicht. Nein, geht nicht. Ich muss das nochmal löschen. Ich gehe nochmal hier rein und zeichne nochmal das Quadrat. Wahrscheinlich kommt es jetzt genauso. Ist das Quadrat jetzt da? Jetzt wichtig ist, wenn die Trim-Funktion ganz zu unterst ist, wird das immer animiert gleichzeitig. Ihr seht. Das Quadrat wird animiert zusammen mit der Linie. Wenn ich das ausschalte hier, dann passiert natürlich überhaupt nichts. Das ist klar, ich kann das Quadrat aber auch ausschalten. Wie gesagt, wichtig ist, dass die Trim-Funktion immer zu unterst liegt. Und dann werden alle Objekte, die oberhalb liegen, mit dieser Trim-Funktion animiert. Wenn ich jetzt speichere, Glaxanimate zumache, habe ich diese neue Animation hier drin, kann die entsprechend umbenennen, wie auch immer. Ist eine kleine Textdatei im Grunde genommen, die da übergeben wird. Was neu ist in der Version 22.08 und was wir jetzt seit drei Tagen wirklich ausgebaut haben, das sind Guides. Wie ihr wisst, man kann Guides setzen mit G. G erzeugt ein Guide. Ich kann diesen Guides Kategorien zuordnen. Und das ist interessant für YouTubers. Sie können hier die Kapitel setzen. Sie können sagen, jawohl, das ist jetzt mein erster Teil vom Video und das ist der zweite Teil vom Video. Was jetzt neu ist, wir haben einen Guides-Editor gemacht, ein zusätzliches Fenster, wo man diese Guides editieren kann und umschreiben kann, wo man sie, ich sehe, jetzt sind alle Icons dunkel, warum auch immer. Ich kann sie importieren, Guides, ich kann sie exportieren und ich kann die Guides auch editieren. Das sind jetzt die projektspezifischen Guides. Ich kann denen, also um die Kategorien, ich kann denen andere Namen geben. Ich kann zusätzlich Kategorien hinzufügen, wenn ich das möchte. Ich kann die Kategorien mit Farbe und Text ändern
und ich kann Kategorien löschen. Wenn ich Kategorien lösche und auf dieser Kategorie hat es einen Guide, dann fragt mich CanLife, da gibt es einen zusätzlichen Marker oder Guide, wohin möchtest du mit dem jetzt gehen? Möchtest du den wirklich löschen oder möchtest du den einer anderen Kategorie zuweisen? Da kann ich Guides einfügen. Eine lustige Funktion ist, wenn ich jetzt mit dem Playhead hier hingehe, Guides zufüge, ich kann mehrere Guides zufügen. 4 Guides in einem Abstand von 30 Sekunden soll es mir jetzt zufügen. Also nach rechts natürlich, dann erzeugt es mir alle 30 Sekunden hier einen Guide. Die tauchen da oben auch auf. Jetzt muss ich schnell schauen, was das ist. Ich kann sie editieren direkt hier. Ich kann Guides anderen Kategorien hier zuweisen. Und ich gehe nochmal auf die Exportfunktion hier hin. Ich kann Guides entweder als Textfile exportieren. Das ist dann für YouTube interessant, wo es mir die Zeitmarken direkt macht. Es kopiert mir das in die Zwischenablage. Und wenn ich den Film in YouTube hochlade, kann ich diese zusätzliche Information dann YouTube reinkopieren. Neu ist, dass man das auch als JSON-File generieren kann und an anderen Orten speichern kann und in CanLife wieder importieren kann, in einer anderen Version von meinem Videoclip oder so, kann ich das wieder reinnehmen. Das ist neu dann in 22.12. Was neu ist in der Version 22.08, das ist die automatische Aufnahme. Ich kann im Audiomixer direkt hier auf das Mikrofon gehen. Jetzt möchte ich das eigentlich hier machen, auf der A2. Ich nehme auf. Ich kann starten mit der, man sieht jetzt, wenn ich spreche, kommen die Balken hier hoch. Ich starte mit der Leertaste. Es gibt einen kurzen Countdown und spreche jetzt von hier ab meinen Text direkt auf die Audiospur A2. Ich kann eine Pause machen, wenn ich mich räuspere oder was suchen muss oder unsicher bin. Wieder Space und dann beginnt die Aufnahme weiterzuleiten. Wenn ich fertig bin, drücke ich einfach Escape. Das File wird im Projektbin abgelegt und das Audio ist direkt hier eingefügt. Ich kann diesen Countdown Ctrl-Shift-Komma. Ich kann diesen Countdown auch beim Capturen ausschalten. Da müsst eigentlich beim Audio müsste es einen Ding geben, wo man das ausschalten kann. Jetzt bin ich mir echt nicht sicher, wo wir den versteckt haben. Aber man kann das ein- und ausschalten, dass man diesen Countdown nicht sieht. Jede Version bringt auch zusätzliche Verbesserungen aus unserer Sicht der Bedienoberfläche mit sich, von denen einige deutlich sichtbarer sind und andere weniger. Zum Beispiel in der Version 22.08 haben wir hier die Tags, die Marker ausgebaut. Ich kann hier neu draufklicken und ich kann die Marker schieben, wohin ich die möchte. Ich kann die Marker editieren auch. Die Marker sind dazu da, dass ich Clip markieren kann, die ich gut finde, die ich schlecht finde. Und entsprechend kann ich neu auch hier diese Marker konfigurieren, so wie mir das am besten passt. Es wird dann automatisch hier oben angepasst. Dann ist auch neu in dieser Version, dass man die Guides anpassen kann. Generell, ich bin jetzt in den Settings und wenn ich jetzt hier
die Guides, die Kategorien anpassen möchte, als generell, kann ich das hier machen. Wenn ich ein neues Projekt aufmache, werden diese Guides entsprechend dargestellt. Das Monitor-Overlay kann ich auch anpassen, seit 22.08. Das ist diese Farbe hier von diesem Overlay. Ich kann das beliebig ändern. Und wird dann so. Hä? Aber ich denke, wir setzen das wieder zurück, wie das war. Ich denke, das war nicht schlecht. Okay, das ist sicher neu. Dann wurde auch Fehler behoben, die es unter Linux gar nicht gibt. Es gab übergroße Oberfläche in der Windows-Version. Und es gab auch falsch gefärbte Symbole in der App-Image. Und was geändert wurde, ist auch, dass wir hier die Umschaltung für Track Composition nicht mehr als Untermenü haben, sondern man kann die jetzt nur noch ein- und ausschalten. Was bedeutet das? Wenn ich ein Video habe, das langsam läuft und mühsam läuft, dann kann ich die Track Composition ausschalten und man sieht sofort, was jetzt hier passiert. Nämlich, da hat es einen Alpha-Kanal hier drin in diesem Clip und der wird nicht mehr berechnet. Das heißt, ich sehe das darunter liegende Video nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier einen Titel hätte, einen Titelclip, sehe ich nur noch den Titel, aber das darunter liegende Video sehe ich nicht mehr. Das ist aber nicht der Fall bei den, Untertiteln, weil die werden anders erzeugt. Was wir in der Version 22.12 jetzt zusätzlich gemacht haben, ist, man kann die Art, wie die Überblendung stattfindet, hier einstellen. Wir haben Cute Blend neu programmiert, Fehler behoben und das Playback läuft nun besser, sage ich mal. Viel besser ist vielleicht zu viel gesagt, aber es läuft wirklich besser und schneller. Und die Berechnungen werden auch schneller gemacht hier, dass ich hier ein fließendes Playback habe. Ja, was auch noch der Fall ist, kleine Änderungen unter Windows. Mit den Waveforms, wenn ich jetzt hier auf Color gehe, gibt es sogenannte Waveforms und die verhalten sich unter Windows anders als unter Linux. Das ist ein kleiner Fehler, der dazu geführt hat, dass im Grunde genommen diese Farben falsch dargestellt werden. Unter Linux funktionieren die als RGB, aber unter Windows funktionieren die nicht als Rot-Grün-Blau, sondern als Grün-Rot-Blau. Und dann hat das immer falsch dargestellt hier. Die Farben wurden immer grün und rot war vertauscht. Aber das ist zum Beispiel nur unter Windows der Fall. Konnten wir auch beheben. Ich denke, das sind einige Neuerungen, die wir jetzt integriert haben für 22.12 oder die es seit 22.08 gibt. Ich möchte euch jetzt in den restlichen 10-15 Minuten noch einiges verraten, was denn hinter den Kulissen so läuft. GaidenLive ist seit 2015 ein KDE-Mitglied und wir konnten seit 2006, dann mussten wir das KDE-Framework auf Version 5 und Qt auf Version 5 migrieren und konnten so vom Continuous Integration System von KDE profitieren. Das ist ein automatisches Bildsystem im Hintergrund, das uns das KDenLive Access, sage ich mal, oder das Programm erzeugt. Qt ist im Hintergrund ein Framework, das es erlaubt, Interaktionen auszuführen und alles auf dem Bildschirm darzustellen.
Und das KDE-Framework ist eine Ergänzung zu diesem Qt. Mit einem Kraft-Script können wir als Metabilder direkt Kdenlive erzeugen und die ausführbaren Dateien erzeugen. Das führt dazu, dass wir seit 2015 gemäß den Apps folgen, das heißt jeweils 04 im April, im August und im Dezember machen wir ein Hauptrelease. Und mit den Punktversionen machen wir ein Fix-Release. Das heißt, nur in den großen Versionen 04, 08, 012 kommen größere Änderungen dazu. Wie viele Leute arbeiten dann an Kdenlive? Hauptsächlich 7 Leute. Jean-Baptiste Mardel ist seit 2006 der Hauptmaintainer oder Programmierer, also schon seit 16 Jahren. Julius Künzel macht vor allem Code Gardening, Portierung und Automatisierung, hat aber auch die Slip- und Rolling-Funktion programmiert. Vincent Pinot hat die Windows-Portierung mit der Version 17.03 gemacht und hat die Open Timeline IO-Integration gestartet. Massimo Stella ist ein Profi, der aus London Beiträge für verschiedene Fernsehsender wie Rai und andere produziert. Er hat ein Handbuch gemacht, wie die Funktionen in Kdenlive sein sollten, sodass man schnell editieren kann. Er kennt sich aus, auch in anderen Editoren wie Ovid oder Premiere. Camille Moulin, Farid Abdelnour macht das Promoting und die Release-Texte auf der Homepage und arbeitet mit dem KDE-Promo-Team zusammen. Er hilft auch beim Code-Testing und im Bug-Tracker. Camille Moulin ist unser Rechtsexperte. Er hilft vor allem bei Lizenzfragen, was wirklich nicht immer einfach ist. Ja, und ich mache die Dokumentation oder probiere das wenigstens und helfe beim Testen und im Bug-Tracker mit. Grundlegende Arbeiten wurden auch von Simon Eugster gemacht. Er hat für seine ETH-Diplomarbeit die Vectorscopes programmiert. Später hat er dann den Komma-Punkt-Bug endgültig behoben, der zu vielen Abstürzen führte, vor allem bei den Effekten. Und dann Nicolas Garion, der im Moment nicht mehr dabei ist. Er machte das neue zukunftssichere Modell View Controller Program Design für die Timeline, hat viele Testroutinen programmiert und ein Fuzzy-Programm für Kdenlive integriert, das automatisch Crashes finden kann. Dann komme ich zur Zielgruppe, was ein bisschen schwierig ist zu sagen. Es ist so meine Interpretation, wie ich das so ein bisschen sehe. Ich denke, der größte Anteil, das sind YouTubers, die Kdenlive für YouTube brauchen. TV, Film, habe ich mal so dargestellt, dürfte eher weniger sein. Und was in der Zwischenzeit wirklich aufgefallen ist, Schulen brauchen Kdenlive relativ häufig, auch in Amerika. Sind Schulen interessiert, dass sie diesen Video-Editor einsetzen können, weil er kostenlos ist. Und dann denke ich auch, dass einige private Kdenlive zum Schneiden ihrer Urlaubsfilme brauchen. Wir haben etwa 80.000 bis 100.000 Benutzer. Wir wissen das nicht ganz so genau. Kommt immer darauf an, wie man zählt. Und die Verteilung ist in der Zwischenzeit etwa halbe-halbe, etwa 50% Linux, 50% Windows. Und wir haben seit dem Start etwa 3000 Mac-Users, die Kdenlive brauchen. Wir haben auch neue Mitwirkende. In Indien hatten wir 2 bis 3 Studenten, die für ihre Zwischen- und Abschlussarbeiten zum Beispiel den Titler ergänzt haben oder die ganzen Untertitel programmiert haben.
In Brasilien hatten wir 10 Studenten, die in Zweiergruppen offene Probleme lösten, immer in Zweiergruppen das gemacht haben und doch einige Fehler beheben konnten. Und dann gibt es Einzelne, wie zum Beispiel Eric Jiang, der grundlegende Bugs behebt, also Fehler behebt. Er ist ein Profi-Programmierer und kommt aus Kalifornien. Die Pflege eines so alten Programms wie CadenLive, das es seit 2003 gibt, braucht sehr viel Zeit. Wir müssen aktuell portieren wir CadenLive auf Qt 6, die ganzen Portierungen von den Bildsystemen steht an bis Ende Jahr und wir müssen laufend den Code auf den neuesten Stand heben, sonst funktioniert das Programm dann irgendwann nicht mehr. Es braucht auch etliches Know-how für den Code für drei Plattformen zu pflegen und vor allem auch zu erhalten, dass er weiterläuft. Und wie gesagt, es ist aufwendig, den CadenLive-Code zukunftssicher zu halten. Wie gesagt, Portierung auf Qt 6 und KDE Framework 6 steht dann. Für diese Arbeiten braucht es viel Zeit, haben wir jetzt festgestellt, nur die Erhaltung des Codes. Und da sind wir darauf gekommen, dass uns viele Leute angefragt haben, können wir denn nicht für CadenLive direkt spenden? Wir mussten immer sagen, nein, das geht nicht, kann man nicht. Ihr spendet immer für KDE. Und dann hat aber KDE, das Board in Berlin, gesagt, wir machen einen Pilot für CadenLive, sodass man an CadenLive direkt spenden kann. Diese Spenden werden wir benutzen, um die Multi-Timelines zu integrieren. Sollte mit 23.04 kommen. Keyframe-Refactoring, ein Dopesheet könnte es sein. Die Build-In-Effects, das sind Effekte, die man direkt beim Clip hat, wie in Premiere. Also wenn man einen Clip in die Timeline verschiebt, sind da schon die wichtigsten drei Effekte schon drauf, die man nicht mehr von Hand auf die Clips schieben muss. Und was wir sehr daran arbeiten, ist Stabilität und Performance, was wirklich schwierig ist. Ich denke, da sind wir auch am Suchen eines Profi-Programmierers, der sich dem annehmen kann. Das ist wirklich schwierig, die CPU-Auslastung und GPU-Auslastung zu verbessern. So, die Idee war, einen Foundraiser zu starten, dass die Entwickler wie Jean-Baptiste Mardel nicht we weniger im Hauptberuf arbeiten können und dass weniger dann mit Geld ausgeglichen werden kann, dass er dann mehr in CadenLive investiert. Wie gesagt, KDE hat CadenLive als Pilotprojekt ausgewählt und wir konnten das starten. Erstaunlicherweise, wirklich erstaunlicherweise, haben wir innerhalb eines Monats unser Fundraising-Ziel für diese Haupt-3 Verbesserungen innerhalb eines Monats erreicht. Ich möchte aber ganz klar sagen, CadenLive ist kostenlos, wird kostenlos bleiben und es geht hier eigentlich nicht darum, möglichst viel Geld zu haben, sondern darum, dass wir eventuell einen Profi-Programmierer auch finden, der uns vor allem bei der Performance helfen kann. Somit wäre eigentlich mein Vortrag am Ende, wenn da Fragen sind, könnte man die jetzt stellen. Okay.